Hallo, in diesem Video möchte ich mit euch zusammen mir mal anschauen, wie man seine Python-Projekte bzw. seine GitHub-Projekte auch aktuell halten kann, ohne dass man einen großen Wartungsaufwand hat. Die sind leider nicht in der normalen Paketverwaltung und Überwachung mit drin, sondern die sind dann eben von außen sozusagen rein installiert worden ins System. Und da muss man selber eben nach der Aktualisierung schauen. Und was einem dabei helfen kann, ist eben, sich ein Update-Skript zu schreiben. Man könnte also eine Datei anlegen. Update.sh. Und die hat jetzt noch keine Ausführenrechte. 7. RB 766 760. So. Ja, jetzt kann ich sie als Besitzer ausführen. Und die kann ich jetzt öffnen, entweder mit Nano Update SH, wenn ihr gerne Nano mögt. Ich selber bevorzuge Vim. Der eine oder andere mag es, der andere hasst es. Nutzt den Editor, den ihr nutzen wollt. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht mit einer kleinen Übersicht über unterschiedliche Texteditoren, die man nutzen kann. So. Update-Skript für GitHub-Projekte. Wie von mir aus. Genau. Als erstes, wenn ich was installiere, brauche ich immer Sudo-Rechte. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll, in diesem Programm gleich mal dafür zu sorgen, dass eine Passwortabfrage kommt. Und das mache ich mit sudo minus v, glaube ich. Klein v, ja. Gut. Punkt Slash, also aktueller Ordner. Slash bedeutet, also hier. Punkt Slash in diesem Ordner, Update SH. Und jetzt wird mein Passwort abgefragt. Sehr schön, das hat schon mal geklappt. Und ich habe ja in diesem Verzeichnis hier schon Twint im letzten Video mal installiert. Und jetzt könnten wir ja dafür mal eine fertige Update-Routine schreiben. Also fangen wir vielleicht mal an. Twint Echo eine kleine Ausgabe, dass man halt sieht, wo man gerade ist. Und was soll er jetzt machen? Er soll erstmal in den Ordner von Twint reingehen. Dann soll er gucken, ob es eine aktuelle Version gibt. Den Befehl hatte ich im letzten Video vergessen. Das geht dann mit Git Pull. Also und vielleicht gab es neue Requirements, weiß ich nicht. Pip 3 install minus r requirements minus minus upgrade. Und also die Abhängigkeiten eben aktualisieren. Und wenn das jetzt passiert ist, und jetzt brauche ich eben mein sudo python 3 setup.py install. Das heißt, es wird eigentlich gar nicht aktualisiert, sondern es wird einfach drüber installiert.
Und danach verlasse ich das Verzeichnis wieder mit CD Punkt Punkt und bin wieder in meinem ursprünglichen Verzeichnis. So. Ich kriege jetzt keine Passwortabfrage. Kriege jetzt keine Passwortabfrage, weil ich das Passwort ja gerade erst eingegeben habe. Habe ich da was falsch geschrieben? Natürlich, ich hält. Die heißt ja nicht Requirements, sondern Requirements.txt. Also ihr seht, er macht es jetzt dadurch, dass ich jetzt hier keine komplexe Schleife oder ähnliches reingeschrieben habe. Wenn GitHub sagt, es ist aktuell, dann mach nichts. Installiert das jetzt halt drüber. Das kann man natürlich mit einer kleinen Python-Programmierung noch, mit einer kleinen Bash-Programmierung noch genauer machen. Aber im Endeffekt geht es ja darum, einfach zu sehen, wie geht man damit um. Es gibt jetzt noch ein paar andere Fälle, zum Beispiel das OSR-Framework. Das hatten wir das letzte Mal gesehen, das ist hier nicht so sonderlich aktuell gewesen. Aber witzigerweise ist es bei PyPI sehr aktuell. Und das heißt, ich kann mir das auch gleich aus meinen PyPI-Quellen installieren. Und dazu mache ich einfach einen neuen Bereich. Ich empfehle auf jeden Fall an dieser Stelle wieder ein sudo -v zu machen, damit das sudo verlängert wird. So eine Installation kann ja auch mal eine Weile dauern. Sudo ist nur für einen gewissen Zeitraum gültig. Wenn ich jetzt hier vor jeder Installation sudo -v mache, sollte das einfach durchrauschen, ohne dass ich jemals ein zweites Mal nach dem Passwort gefragt werde, außer es läuft halt wirklich was ganz schief. Und hier kann ich eben jetzt OSR Framework wird wird aktualisiert. Und dazu brauche ich jetzt hier einfach nur pip3 install OSR Framework minus Upgrade. Ich glaube, es ist nur ein einfaches Minus. Wenn es nicht tut, dann muss es minus minus. Nee, es müsste minus minus heißen. Also, nee, ich muss minus minus heißen. Gut, das ist die nächste Variante. Da brauche ich in kein Verzeichnis reingehen oder nicht. Das habe ich jetzt hier einfach mit drin. Das läuft dann alles über Pip. Und es gibt noch eine dritte Sorte von GitHub-Projekten oder von Projekten. Und zwar laufen die klassisch, wie man unter Linux eben Sachen kompiliert. Da brauche ich dann die Befehle configure make und sudo make install. Faktisch, wenn ich jetzt also Proxy Chains runtergeladen hätte, würde ich, ja, können wir gerade mal machen. Ich bin im Git-Ordner. Gibt es also. Und da wäre der Update-Prozess eben jetzt CD. CD. Nee, Quatsch.
Wir wollen das ja schön machen. Sudo -v echo. Proxy Chains wird aktualisiert. Und jetzt eben wieder. Ich gehe in das Verzeichnis Proxy Chains rein. Ich mache ein Configure. Ich mache ein Make. Ich mache einen sudo make install. Und ich verlasse das Verzeichnis wieder, um dann wieder auf meine Ebene zurückzukommen. Also das sind eben die drei Sachen, die es als Vorlage gibt im Endeffekt. Ich habe mein GitHub-Projekt, was ich eben über GitHub installiere. Das heißt, ich aktualisiere es. Ich installiere die Python Requirements bzw. aktualisiere sie und ich installiere SetupPy. Oder es ist etwas, was ich direkt von PyPI bekomme. Oder es ist tatsächlich noch sowas mit Configure Make Make Install. Und damit bin ich eigentlich fertig mit meinem mit meiner Automatisierung. Wenn ich alle meine Projekte dann in dieser Liste drin habe, dann tue ich halt das Skript mal anstoßen, lasse das in Ruhe durchlaufen. Wer es noch ein bisschen ausführlicher machen will, kann ja dann immer noch die Git Pull. Der kann ja dann immer noch die Git Pull-Meldung auswerten, dass eben nur dann, wenn es nicht aktuell ist, also wenn man es aktualisieren muss, dass auch dann die Installation läuft, aber ist auch unschädlich, das einfach so laufen zu lassen. Dauert halt ein bisschen länger. Okay, ich hoffe, das hilft euch und macht's gut. Ciao, ciao.